Der Bensheimer Jan Dieteren hat die dritte Etappe der Thüringen-Rundfahrt gewonnen. Der 19-Jährige vom Team Reiko Stölting gewann den Sprint in Bad Blankenburg vor dem Belgier Wietse Bosmans und dem Kasachen Andrei Lutschenko. Und es war eine ziemlich verwinkelte Zielanfahrt. Und wer als erster auf die letzten 150 Meter gegangen ist, der kam die anderen nicht mehr vorbei. Das Feld war langgezogen in eine Reihe. Und es war die einzige Chance zu gewinnen. Also es war von vornherein klar, dass ich der Sprinter bin in unserer Mannschaft. Aber ich habe mich heute eigentlich nicht so gut gefühlt. Über den letzten Berg 100 Meter Loch gehabt. Dann in der Abfahrt wieder zugefahren und dann im Sprint halt vorne reingehalten. Und dann hat es geklappt. Vom Start weg wurde auf der 147 Kilometer langen Etappe sehr schnell gefahren und das Rennen so schwer gemacht. Immer wieder versuchten sich Fahrer abzusetzen, aber es wurde keine Gruppe weggelassen. Ich denke, jeder hat heute irgendwie darauf spekuliert, dass es heute eine Chance zum Sprinten gibt, aus einem großen, relativ großen Feld. Ist am Ende ja auch so gekommen und insofern hatte heute jeder Interesse, irgendwie in die Gruppe zu kommen und dadurch war das Rennen sehr, sehr schnell. Es waren immer mal kleine Gruppen weg, die sofort wieder eingeholt worden sind und auch die Bedingungen am Anfang und auch der Kurs war natürlich sehr schwer. Und ich denke, man sieht allen Rennfahrern heute Nachmittag auch an, wie ihnen das die heutige Etappe auch ins Gesicht gezeichnet ist. Zum hohen Tempo kamen auch noch die schwierigen Wetterbedingungen. Immer wieder gingen teils heftige Schauer nieder. Bei Halbzeit des Rennens hatten sich drei Fahrer vom Feld abgesetzt. Doch der Vorsprung von David Wöhrer, Tim de Troyer und Michael Freiberg betrug nur einige Sekunden. So ging das Feld geschlossen auf die erste der beiden Schlussrunden. An der letzten Steigung, knapp 15 Kilometer vor dem Ziel, versuchten zwar noch einige Fahrer sich abzusetzen, kamen aber nicht entscheidend weg. Der Holländer Moreno Hofland trägt weiter das gelbe Trikot des Gesamtführenden, könnte aber auf der morgigen schweren Etappe mit Start und Ziel in Treffort Schwierigkeiten bekommen, das Trikot zu verteidigen. Ich denke, also wenn morgen wieder die Gruppen nicht gehen und dort auch wieder alle Mannschaften versuchen, in eine Gruppe zu kommen, dann wird es ähnlich schwer wie heute. Der Kurs ist nochmal, denke ich, einen Zacken schwerer als heute. Auch die Zielrunde ist meiner Ansicht nach anspruchsvoller und der Berg ist auch näher zum Ziel dann. Wir haben von Anfang an gesagt, dass die Etappe morgen die Königsetappe ist und ich glaube, das können wir dann morgen auch erwarten.